Jetzt, er kommt jetzt hier durch, er kommt Ja, jetzt hier in ins dieser Bad, Folge er Hell kommt Let hier Loose ans Fenster. kämpfen wir am Omaha-Strand als Nochmal ein Amerikaner Hamburger landet. gegen die Deutschen. Sehr gut. Und Gut zu wissen, man jo, kann durch dieses dabei elendige passieren kleine halt Fenster typische schießen, ohne Kampfhandlungen. hängen zu bleiben. Leg hier gleich beim ersten Gebäude dahinter, wir bauen die gar nicht hier. Wir wollen hier nicht groß rumzappeln. Okay. Obwohl, warte. Nee, tun wir nicht. Wir werden hier schon beschossen, Obacht. Noch nicht hier legen. Och Mann, du fällst auch jedes Mal Erste darauf rein, Feinde wenn man sind in deine Frank auf Nähe Mark. schießt, oder? Oh, Kirk, Mann! Also, ich finde es ja schade, dass Briten-DLC noch, die Briten noch nicht drin sind. Hier wäre es jetzt perfekt, wenn hier einer mit dem Dudelsack mitmarschiert und Dudelsackmusik spielt. Oh, Schüsse von da hinten. An dem Gebäude. Ja. Ja, das haben wir schnell wieder zurückgeholt. Ja, mir fehlt aber trotzdem die Dudelsackmusik. Obacht, hier drin im Bunker. Jetzt geht er auch noch unter die Held der Steine. Außenposten, ach boah, in dem Außenposten im Vorsicht, Gebäude Vorsicht, zerstört. weiter hinten in die Richtung. Genau, siehst du ihn? Feld. Wir sind die Amerikaner, oder? Ja. Ja. Ja, da sind sie. Ja, ich sehe es. Ihr habt ihr noch einen Spawn. Ja, ich gehe. Stirbt doch mal! Infanterie Alter. am Zaun, Infanterie am Zaun. OP kommt hier rein. Also der Spawn wird da irgendwo sein, habe ich es eben aufploppen sehen. Ja, cover me, cover me. Der Panzer ist da hinten und versucht einzuwirken. Ich renne mal schnell hin. Spawn ist hier im Feld. Ja. Ja, hier in der Hecke wird auch Pass einer auf, sein. hier ist Natela. Alles klar. Oh, Ja, Hackestor hat ja. mich gezeigt. Clear. Es tut mir Wir echt leid, werden aber ihn ich kann jetzt einfach angetippt. nicht rangehen. Nee, oder? Ja, wir sollten Scap Race auf jeden Fall gewinnen. Ich bewege mich mal nicht weiter vorne, weil ich bin gerade mitten im Hardcap, dann. Ich bin von meinen Verbänden draufgegangen. Jörtl, MG. Soll ich versetzen? Na, 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 alles gut. Nur wenn du tot bist. Ja. Willst du, dass ich als Supplier mit Munition komme? Brauchst du nicht. Kirkbrot, nee, brauchst du nicht. Du meinst, wir sterben zu schnell? Das ist Feindlichen wirklich absurd. Außenposten zerlegt mit der Bas mit dem blinden Bazooka-Schuss. Korrekt. Na gut. Ich habe auf meinem Ping gerade einen weggenommen. Da ist noch einer am Zaun. Auf meinem Ping. Kommt da Ah, auch. Kirk, du Okay. kriegst gleich Smoke Das vor ist die viel Fresse, stärker. sorry. Ja, ich habe eh meine beiden Bazooka-Schüsse raus und renne jetzt in den Tod, damit dass ich wieder Muni habe. Ja, dann kannst du doch Munition abwerfen. Ich dachte, Kirk traut sich nicht. Ja, ich Einen habe habe ich. zweimal nur geschossen und habe mit dem anscheinend Außenposten, also von daher. Ja, dann ändere ich die Rolle auf die Minigun. Gut, auf der einen Seite ist eine Hecke, aber halt trotzdem so gesetzt, dass wenn da. Dass wenn da MG lang schießt, dass MG sich denkt: Oh, cool, danke für die Gratispunkte. Er hat den einen gerade echt erwischt. Das war ja so ein Movie von Winters in Band of Brothers. Aus dem Rennen mit der mit dem Garand geschossen. Wo ich liege. In Ja, man kann Verlängerung nicht, meiner Kirk. Sichtlinie. Oder beim Item Infanteriemarke, andere Straßenseite ist ein Außenposten oder ein Garni. Ich tippe auf einen Außenposten. Garni müsste geblockt sein, ja eigentlich. Ja, Gertl, wenn du das nächste Mal spawnst, der Supplier kommt. Danke. Ja. Also bei mir hier muss irgendwo Feind sein, aber ich Tor, du sehe ihn bist nicht. immer noch als. Ja, weil ich mich Rolle ändern muss. Sorry. Hier war einer, haben ausgeschaltet. OP weg von. Ach, ihr habt ihn ausgeschaltet. Kam. Ich glaube, der Panzer hat. Ah, ärgerlich. Ah. Ist frei. Jupp, danke dir. Panther hier, Panther, Puma,
großer Panzer, ja. Großer Panzer. Ping. Mhm. Setzt zurück. Ist nicht der beste Fahrer. Hey, immer diese Panzerfahrer mit seinen. Mit ihren Kritik. Ich bin auch nicht der Beste, aber ich sehe es halt, weil ich denselben Fehler gemacht hätte. Aber der Schütze hat zweimal auf die Ketten gezogen, ist auch nicht unbedingt optimal. Ne, das ist gar nicht optimal. Und ich habe da vorhinter geschossen, also zu knapp. Ertel, bist du tot? Ich bin tot, ich wechsle gerade. Also, ja, perfekt, danke dir. Warum schrecken die den Panzer denn auf? Warum warten die nicht, bis die drei AT-ler in der Nähe sind, dass dann drei AT-ler gebündelt drauf schießen? Garni auf Deathmark heiß, geblockt, fuck. Ich bin im OP. Ja, ein Schuss hat der Panther von mir gekriegt, aber ich bin leider leer. Hier, da liegen noch welche, Panther, da liegen noch, hier. Auf Ping liegen noch Ding. Schwere Munition, Kirk. Jo. Ja, aber bis ich wieder am Panther dran bin, Garni ist geblockt. Der Panther weg oder repariert. Außerdem kommt von dem Supply, von der Munition Feind Infanterie. Von wo? Boah, und Kirk, ihr richtet euch Richtung Norden. Warte, ich will erstmal die Munitionskiste finden. Hier bei mir ist übrigens eben Feind Infanterie gewesen. Ich weiß nicht, ob da noch mehr kommt. Jo, muss aber Feind Inf sein. Ich höre einen Geber. Es ist sich, sorry, ich kann nichts mit dem Supply Drucker machen. Sehr cool. Ah. Danny. Ich find's immer wieder nett, wenn mir Leute mit ihrem Gesicht so in die. Mich so anstrahlen und regelrecht darum betteln, dass ich ihnen in den Kopf schieße. Kirk, deine Gedankengänge sind unergründlich. Ich habe gerade einen MG herausgenommen, ja? Also, bitte. Wird von Euro beschossen. Ah, von da. Hier vorne ist Feind. Ich glaube, die haben einen Außenposten. Ich hau mal eine Rakete hin. Der hier. Das ist eine ganz schlechte Idee, Thor. Warum? Weil ich mich hier drehen muss und ich glaube, ich muss durch Stacheldraht fahren. Oh, ja, die haben ja. Und den Versuch, eine Garni zu bauen. Unternommen. Den Versuch, die Garni zu bauen, habe ich mal unterminiert. Allerdings ist hier noch ein MG, was ich erschossen habe. Wenden in drei Zügen ist das hier. Bei mir, Leute, ist ganz viel Feind hier rum. Okay, lass mich nochmal drauf. Ja, warte. Ja, hab so deren Außenposten hier rausgenommen, die wollten ja gar nicht bauen, hab ich auch die Supplies rausgenommen. Pick mir mal einen Weg, wie ich am besten auf Move Marker komme, ohne. Wo ist die gar nie? Die wollten eine bauen, ich hab die Supplies rausgenommen, aber Achtung, hier ist noch Infanterie. Ja, über mir. Nee, der ist im Haus, der ist im Haus. Okay. Zumindest glaube ich, dass von da der Schuss kam. Hier ist Infanterie. Doch Steps, wo kommt der? Ich bin auch da in der Nähe. Nimm die Hardcap gar nicht aus, Kirk. Ja, ich versuch's. Voll Idiot, sollte es nicht verschießen. Wo ist die denn? Haben wir schon die Position? Das Geile ist, das Tops. Haben wir schon die Position von der Garni? Nein, aber wird da eine sein. Die andere war hier. Kannst du 200 Meter ausrechnen? Jo. Ich gucke mal, ob ich sie finden. Okay, Wittel, du kannst da schon abwerfen. Ja? Ja, da schon abwerfen, dann geht ihr zwei in Angriff. Gut, ich hab einfach hingeschmissen, liegt. Jo, perfekt. So, push den Angriff rein. Das da könnte Deko sein, aber auch die gar nicht. Bin mir gerade nicht sicher. Ne, das ist Deko, oder? Ja, das ist Deko. Da ist viel Deko. Bin, also. Ja, es war Deko. Ja, die ist irgendwo hier vorne, höre ich so. In die Richtung, aber. Infanterie ist noch hier. Einen habe ich hier ausgeschaltet. Also ich würde jetzt gerne gegen unseren Commander schießen, aber er beschwert sich gerade, es könnte nicht sein, dass er hinten rumläuft und Supplies abbauen muss, die runterkommen.
Ich würde ihm ja anbieten, dass wir tauschen. Er geht in den Angriff. Ja, ich wollte gerade sagen, was ist das für ein Zipfel? Das kannst war wahrscheinlich anbieten, er baut Garnis und ja, die Sniper, die haben nicht den Auftrag, hinter unseren eigenen Linien rumzurennen. Ja. Ich meine, ja, die Devs sollte dabei natürlich auch unterstützen, beim Abbau von... Beschuss, der liegt hier... Ja, ich hab ihn. Und seinen Außenposten habe ich gleich mitgenommen. Weiterer Beschuss. Aus der Richtung. Wir cappen wieder an. Schön, wir müssen jetzt Druck machen. NOP steht. 30 Sekunden. Hier hinten kommen sie her. Oh, ihr verliert wieder. Oh, ich habe einen OP verzogen. Scheiße. Ich höre einen Panzer oder irgendwas. Ich weiß noch nicht, ob ich durch das Fenster, wo ich gerade durchgucke, schießen kann. Ich kann es ausprobieren, das aber ich weiß. Das ist ein Panzer. Das müsste der Vierer sein. Komm, das cappt ihr durch. Wo ist denn der? Irgendwo hier auf der Straße. Der Mauer, aber oder? Ah, ich sehe ihn. Genau. Hier ist die Kommandantenkuppel. Ja. Ich kann ihn von hier nicht bekämpfen, das... Ich sehe nur die Kommandantenkuppel. Er wird bereits schade. Schade, jetzt muss ich zurücklaufen, das ganze Stück. Jetzt, er kommt jetzt hier durch, er ja, kommt ich, jetzt hier. Die Frage ist, ob ich durch das Fenster schießen kann. Ich habe immerhin einen Treffer gelandet. Sehr gut. Gut zu wissen, man kann durch dieses elendige kleine Fenster schießen, ohne hängen zu bleiben. Mein Erzfeind ist jemand von Core. Naja, trotzdem haben wir gewonnen. Schönes, schönes Spiel. Ja, ich danke euch. Es hat Spaß gemacht. Wo sehe ich denn jetzt, was ich gebaut habe? Jetzt will er damit auch noch angeben. Denk lieber dran zu belobigen. Ein Haus und einen Garten. Ja, Niklas, denk dran zu belobigen. Ja, wir haben jemanden, der ist Level 19. Ja, ja, der kriegt hier 3 Punkte mehr, kann er nicht ver. Vielen lieben Dank. Zerstörte gebaute Knotenpunkte, wie oft wiederbelebt? Warum gibt's denn nicht gebaute Garnis? Das ist eine gute Frage. Hey, ich habe eine 1,15er KD. Ich ist das nicht schön? 1,25. Ich bin nicht positiv, nicht mehr. Ich bin auch nicht positiv, glaube ich. Befördert bin jetzt Level 20. Die dann fehlen ja nur noch 80, dass du dich in der LWJG bewerben kannst. Ja.